Aldemar HD. Toll. Los! Sehe aus, tapferer Sowjetbürger, und mach unsere Stadt zu einem Selbstversorgerstaat. Stadtmetropole oder so. Hey Leute, hier ist Aldemar. Zurück mit Workers and Resources. Wir sind fleißig dabei, Arbeiter oder normale Passagiere hier in unser neues Farmviertelchen zu bringen. Aber ich glaube, wir haben zu wenig Arbeiter, richtig? Aber wir haben die hier. Boah Mann, ey, hier laufen Leute rum. Da müssen wir nicht mal gucken. Meine Güte, ist das laut. Noch ist alles okay. Wir lassen das mal so. Auto saved alle 3 Minuten. Auto okay. Ah, es wird hell. Ist aber auf, nur auf normaler Geschwindigkeit. Meine Güte, was ein Stadtlärm. Es sind gerade mal 5 Fahrzeuge. Das hört sich halt ein Bus an, als wenn da 20 fahren würden. Können wir noch Leute einladen? Geht das schon? Oder sind die Leute jetzt selbst hingezogen? Aus dritten Welt, Sowjetblock. Bam, 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 bam. Ah. Das war das Krankenhaus. Mitarbeiter, meine Güte, guck mal, wie viele Leute hier arbeiten. Behandelte Patienten. 0 von 25. Und es steigt und sinkt wegen den Arbeitern wahrscheinlich. Aber eine Polizei haben wir noch nicht, ne? Das war das Bognigni Kino. Bonigi. Wie sieht's denn hier aus? Aha. 374 Tonnen Kohleerz. Und hier... Da fließt die Kohle ins Kraftwerk. Da fließt sie. Guck mal, wie cool. Ja, wie cool, oder? Meine Güte. So, okay. Alles klar. Gut. Ich habe mir jetzt natürlich keine Tipps angeguckt. Wachstum, Fortschritt. Alles klar. Da wird gesät. Da wird wahrscheinlich geerntet. Dann haben wir hier andere Sachen. Ach, scheiße. Ich wollte mir noch ein Tutorial angucken. Was ist das hier? Ist das eine... Es sieht aus wie eine Belade- und Entladestraße. Wisst ihr, was ich meine? Das sieht sehr stark danach aus. Aber ich habe mir jetzt schon wieder nicht... Ah, oh, das gibt's doch nicht. Muss aber irgendwas geben, was das anzeigt. Versteht ihr? Es muss irgendwas geben, was will, dass wir... das sehen. Oder snappt man da quasi... was dran. Ja? Bam, bam! Muss da rein. Guck mal. Nee, nee. Oh, Ampellichter. Verbindung zwischen Ach so. Das hier ist das. Verbindung zwischen Fabriken. Ah. Ah. Geht aber auch nur direkt, ne? Das ist ja interessant. Fahren die da mit ihren Gabelstaplern hin und her, oder was? Dann bringen auch wahrscheinlich dann die LKWs das Zeug dahin. Und dann wird da Essen gemacht. Und dann müssen wir das Export... Warenhausexport, 25 Tonnen. Pass auf, dann bauen wir das hier mal. Woanders hin vielleicht. Gucken wir erstmal kurz hier. So, das ist die Busstation. Das ist auch egal. Wir können aber hier mal kurz... Dingens machen. Ich meine, die haben ja auch... Guck mal, die, anscheinend gibt es hier auch Bürgersteige. Machen wir aber nur die Mittelstraße. Das muss ja reichen. Guck, da kommt der lahme Traktor. Damals war das noch so. Guck. Weil es ist doch gar keiner drauf. Okay. Dann haben wir die Felder. Wir haben noch 1,9 Millionen. So. Ist die Frage. Kultur, Sportgenuss ist höher. Religiöse Teilhabe ist jetzt die Frage, ob wir dafür überhaupt irgendwas haben können.
Soweit ich weiß, gibt es hier keine Kulturgebäude, Nahrung, Viehzucht, Schlachthof, damit warten wir noch. Warenhaus, Straßenladungsstationen. Wir könnten eine Erzdingens bauen. Ach, scheiße, ich will doch gucken, wie wir die Ware verkaufen. Nicht Trottel, Wirtschaft und Handel. Liste, Fahrzeuge, Gebäude. Ich glaube, wir warten noch. Wir bauen erstmal noch ein bisschen. Und irgendwann werden wir das schon rausfinden. Ausländische Arbeitskräfte, Fahrzeuge, Import von Exportressourcen. Sowjetischer Block. Ach so, warte mal. Steht hier überkaufen. Also wir können definitiv exportieren. Das geht auf jeden Fall. Und ich vermute mal, das hat was mit diesen Dingens hier zu tun. Mit den verschiedenen Städten. Oh Mann, ist das aber still hier. Da müssen wir vielleicht... Ja, wir müssen mal gucken. Wir haben ja noch 1,9 Millionen. Sobald es knapp wird, wir können ja Ressourcen horten bis dahin. Und dann mal gucken, ja, wie wir exportieren. Gute Idee. Nicht. Kunststoff, Mechaniken. Also wir bräuchten erstmal die Grundstoffe. Fangen wir nochmal mit Öl an. So, Ölplattform. Gucken wir jetzt mal. Das wollte ich sowieso machen. So, guck mal, hier ist grün. Hier ist auch grün. Hier haben wir ein großes Ölgebiet. Dann machen wir jetzt mal zwei Ölplattformen, würde ich sagen, oder? Machen wir mal hier in eine. Ach, da ist die Straße. Guck mal, da ist der Ausgang für Dingens. Ja, ist die Frage, in welche Richtung machen wir das? Machen wir so. 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 Kraftstoffspeicher. Ölraffinerie. Bitumen. Öl. Ich würde sagen, das schließen wir direkt daran an. Warte mal, da haben wir hier. Dann brauchen wir ja noch Verbindungen dafür. Aber wo ist das? Da. Pipelines. Dann haben wir noch zum Erhöhen der Füllung der Erhöhung der Pipeline. Okay. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ach, das ist der Ausgang. Scheiße. Kann ich da ran? Ach, das sind verschiedene Eingänge jetzt quasi, ja? Oh Mann, ey. Okay, wir haben zwei Eingänge. Hier ist noch einer. Das sind zwei Ausgänge. Wir könnten noch zwei Rohre zusammen... Wir können mehrere Rohre auch zusammenlaufen lassen. Ich sage einfach, das hier, das sind drei Eingänge. Kommt der quasi... Ah, okay. Ja, wir müssen ja ein bisschen lernen hier. Warte, ich gehe mal ein bisschen näher ran. So, also, wir haben einmal den hier. Gehen wir mal schnell, damit das Ding weg ist. Haben einmal den Dreierverbinder. Bam. So, langsam. Brauchen wir Rohre. Ja, ist ein Dreierverbinder. So. 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 Dann haben wir ein Lager. Später vielleicht mehr. Wir machen mal das so hier hin. So, dann brauchen wir noch Straßen. Oh, hier ist schön flach. Hier haben wir keine Probleme. So. Können wir da einfach durch vielleicht? Ich weiß es nicht. Sonst müssen wir eine Brücke drüber bauen, aber wir können ja so gehen. Ich liebe seltsame Straßen. So, und der geht dann hier hin. Wunderschön. So. Dann haben wir den noch. Die Frage, wie gut verteilen die Leute sich hier? Wie gut gehen die zu ihren Arbeitsplätzen? Da muss ich vielleicht Mikrobusse nehmen. Ich mache hier eine Station hin. Quasi, sagen wir mal...
Ja, wir machen eine Busplattform hier hin. So. Ja, eigentlich würde ich die schon gerne hier hinsetzen, so. Und den Rest machen wir mit Mikrobussen. Und zwar bräuchten wir schon irgendwie mal... Ich müsste... Scheiß Rohre. Kann ich nicht... Das ist natürlich doof, dass der nicht irgendwie... Gut, dann haben wir das halt so. Hier ist der Bus, der fährt dann hier hoch, verteilt die Leute hier. Machen wir mal kurz, warte mal. Einmal rum. So, dann fährt der Mikrobus so bam, bam, bam. Fährt die Leute dann zu den Arbeitsplätzen. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. So, jetzt gucken wir mal kurz. Da kommen nicht nur dahin. Und wenn ich Gehwege baue, geht das? Da geht gar nichts. Nehmen wir es mal so. So, dann sieht das ein bisschen nach was aus. Okay, dann bräuchten wir jetzt Bus. Von unserer Hauptbusstrecke. Wir bräuchten noch eine Busstation. Ach, hier haben wir ja. Aber wir machen die... Es wird ja ein Bus hier lang. Da brauchen wir aber jetzt einen Bus hier oben wieder. Oder ich mache jetzt hier noch ein paar Häuser und hier noch eine Busstation hin. Das wäre vielleicht sogar noch besser. Wie sieht es mit dem Geld aus? Ich glaube, nach der Folge müssen wir einen Break machen und ich muss unbedingt gucken, wie wir Sachen exportieren oder so. Wir machen jetzt erstmal die Ölproduktion fertig. Okay, ach ja, ich bin so hohl. Ich weiß, ich hoffe, ich mache das richtig hier nicht. Mache ich wahrscheinlich nicht richtig, aber... Finde ich ja schon ziemlich klasse hier, ne? Jetzt andere, glaube ich, aber mir gefallen die Gehwege echt gut. Mal näher an die Straße. Machen wir es so oder so? Aber so ist eigentlich... Nee, guck mal, jetzt hat er sich gedreht. Der Arsch. Ich hab's gesetzt und jetzt hat er sich hier gedreht. Was für ein Penner. Unfassbar. Ich fass es nicht. Diese Gebäude. Das machen wir noch anders hier, aber... So. Guck mal, wie schön man die da dran setzen kann, obwohl wir das nicht brauchen. Okay, da haben wir noch ein paar mehr Häuser. Strom... Kommt Strom hin? Das weiß ich jetzt ja auch nicht. Das weiß ich. Das geht. Das geht. Wunderbar. So. So, und wohin können die überall gehen? Okay, alles klar. Wir brauchen eine neue Busstation. Also, die könnten schon ein bisschen weitergehen. Also, im Ernst. Die Leute sind so faul in so Spielen. Das ist unfassbar. Damals. Busplattform. Ich habe jetzt... Da ist auch eine große. Warum habe ich überall große hingebaut? Mache ich aber auch hier hin. So. Aber so, so müsste das gehen. Und mal einmal so rum, weil irgendwann müssen wir sowieso lang bauen. So. Okay, wir bauen dafür 49. Wir haben 1960 ja immer noch. Mann, das dauert lange.
Wochen Ölbusse. KW 85 km/h. Da, nimm den hier. Nimm mal einen. Ja? Nimm mal zwei. So. Und zwar fährt er von da nach da, nach da. Dann fährt er hier hoch. Und dann fährt er dahin. Und dann fährt das Ganze nochmal. Ja, okay. So, Start. Hoffentlich geht das. Hoffentlich ist es nicht zu viel. Und da. Da. Warten wir mal kurz. Dass mal gefahren ist. Mal kurz schnell. Na, na, na. Sobald der da angehalten hat. So. Start. Und jetzt bauen wir Mikrobusse. Zwei Stück. Oder erstmal einen. Oh, zwei. Einen so rum und einen so rum. Ja, pass auf. Also. Es kann total Banane sein, was ich hier tue. Aber das ist einfach das, was ich denke, ist richtig. Das geht gar nicht. Da kannst du gar nicht anhalten. Aber wie kriegen wir die Leute auf ihre scheiß Arbeitsplätze? Guck mal, hier kommt, man hört ihn. Die können halt dahin, aber da braucht man auch... Nee, da braucht man gar keinen. Da braucht man keinen Arbeiter für. Dann ist ja alles gut. Ja, er dreht wieder um. Hat das zu lange gedauert? Warum dreht er wieder um? Benzin... Nee, Treibstoff ist voll. Gucken wir, ob er hier nochmal umdreht. Guck mal. Hier muss nirgendwo einer arbeiten. Hier muss keiner arbeiten. Das sind alles arbeitsunwichtige Sachen. Unfassbar. Dann fahr erstmal normal. Pass auf. Ist das die Lucy Loves Plattform 3? Ja. Und da tanken sie auf. Das ist gut. Will keiner hin. So, dann bleibt das erstmal leer. Scheiß drauf. Die brauchen wir gar nicht. Lol. So, wie sieht's hier aus? Wächst immer noch. Vielleicht baue ich noch mehr Felder. Ich meine... im Ernst. Ich meine... Komm, wir bauen noch ein Feld. Die haben nichts zu tun. Maximale Anzahl der Arbeiter. Oh, scheiße, Herr Fickmann. Hä? So ein paar kleine Felder machen? Wir sind der Brotkorb der Sowjetunion. Produktion. Oh Mann. Und schräg, alles schräg. Aber Asymmetrie ist sexy. Ist jetzt modern, deswegen reden wir es uns gut. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier kein Öl. Wir haben keinen Strom, deswegen haben wir auch kein Öl. Natürlich nicht. Und ich glaube, ich muss mal so ein Umspannwerk. Ich muss mal gerade was gucken. Wir haben ja hier ein Umspannwerk. Was wahrscheinlich zu früh wäre. Ich würde aber gerne natürlich die Leitung nicht... Die dünnen wahrscheinlich aus. Also muss ich jetzt mal gucken. Das sind alles nur Spekulationen. Guck mal, Hochspannung. Ich weiß aber nicht, Hochspannungsleitungen haben wir halt nicht.
ist denn hier? Auf hügeligem... Wow, was war das denn für ein Tooltip auf einmal? Und hier haben wir nur... Okay, die gehen da raus. Doch, guck. Okay, und von... Ja, der geht da rein. Könnte ich denn von hier aus nochmal weiter? Ah, der ist viel zu früh gesetzt hier. Pass auf. Machen wir mal hier rum, so. Diese Riesenklötze. Okay, pass auf. Leistungstransformator. Der kommt dann jetzt hier hin, der Leistungstransformator. Machen wir den hier hin. Egal. Den brauchen wir schon irgendwann mal hier. So, und jetzt brauchen wir die hier. Umspannwerk. Kriegt er dann alles rein? So kriegt er alles rein. So, nicht mehr. So, ah. Ah, so. So. Hier kriegt das rein, guck. Da muss mal aber jemand arbeiten, glaube ich, ne? Oder wenigstens Zugang haben zur Straße, so. Das gibt's doch nicht. Okay. Nicht fragen. Nicht die Hände über den Kopf zusammen. Ne? Ha! Und es war Strom. Da, sie pumpen. Das gibt's doch nicht. Okay, so viel dazu. Es ist zu dunkel. Ich sehe nichts. Es muss heller werden. So geht's auch. Ah, Strom. Oh ja, guck mal, Strom. Und es füllt sich mit Öl. Oh ja, Öl. Und dann können wir das holen mit LKWs und dann, weil die Leute hier gerne hier arbeiten, können wir hier die Sachen filtrieren. Aber hier ist die Stadt. Ja, eigentlich will ich hier keine Industrie reinbauen. Wir haben schon das Kohlekraftwerk. Ja, und das reicht ja eigentlich schon. Ich meine, wir haben so viele Busse. Guck mal, wir haben jetzt nur noch 1,2 Millionen. Das ist auf jeden Fall ein Problem. Oh, guck mal. Erntefortschritt. Es muss dann bald noch geerntet werden. Wenn wir einen Mähdrescher, zwei davon. Zu wenig religiöse Teilhabe. Wie könnte man das ändern? Wir bräuchten auf jeden Fall Pflege, 5 Bürger aus Hochschulbildung zu einer Wohngebäude ausgewählt. Ich meine, haben wir denn nur so eine Riesenuniversität? Wohnheime der Universität. Zieht euch das mal rein! Ich meine, wir müssen jetzt erstmal die Arbeiterstadt bauen und dann bauen wir so eine Riesen. Technische Universität. Alter, guck mal, wie groß die sind. Ich meine... Die kommt dann einfach hier in die Mitte, ja? Hauptquartier der Kommunistischen Partei, ach so. Medizinische und Technische. Wir brauchen die Technische! Hier sind die Wohnheime. So, dann kommen wir erstmal... Hier kommt die Technische irgendwo hin. So, hier irgendwie dahinter, so. Hier oben auf den Berg. Die Elitenschule. Guck mal, wie viele Leute hier schon sind. Cool, oder? Es gibt den Fotomodus. Müssen wir mal ein Bild machen. Oh, das war doch P. Das ist nicht P, warte mal. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Und zwar... Nee, das war nicht hier. Das war bei Satisfactory. Hier müssen wir primitiv selber Bilder machen. Und zwar von einem fahrenden Bus oder so. Wir müssen nämlich die Thumbnails machen. Ihr müsst jetzt mitmachen.
Hier. Von was soll ich denn ein Thumbnail machen? Was wollt ihr sehen? Hm? Guck mal, wie die Busse fahren. Guck mal, wie sie den Berg da hochfahren. Das sieht auch ziemlich cool aus. Lenin! Alle grüßen Lenin! Wir brauchen aber hier, das ist die Folge für das Öl. Deswegen müssen wir jetzt ein Bild vom Ölbohrturm machen. Dann wisst ihr ganz genau, wo denn der Screenshot ist. So. Ölindustrie, hurra. Cool sieht das aus, ne? Also die müssen halt noch viel an den Feinheiten ändern, an den Bautools. Das ist ein bisschen hackelig alles. Aber ich habe schon Schlimmeres gesehen tatsächlich, also... Irgendeiner hat irgendwas gemacht. Achso, die anderen Felder gedingst. Aber man muss es nicht spezifizieren, immerhin. Guck mal, die Busse stehen schon Schlange, aber warum haben die hier... So schlimm kann das hier auch nicht sein. Guck mal, die... Ah, jetzt wird der nächste. Das funktioniert super hier. Ich könnte sogar noch mehr Lastwagen anstellen. Okay, gut. Ich höre jetzt mal auf. Ich lese jetzt mal kurz, wie ich exportiere und dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Alles klar, Leute, und bis dahin wie immer. Haut rein.